Hi, willkommen zurück zu Wir gehen jetzt nicht mehr drauf TV. Boah, war das knapp. Ach nee, da ist ja schon Ausgang, ne? Dann nehme ich noch ein bisschen mehr. Ja, ich komme ja schon. Jetzt geht's nochmal zu den Spinnen. Ja, juhu. Puh. Ich will eigentlich nicht. Oh Gott, halt, er hat wirklich eine eklige, große, weintraubengroße, ich glaube eine schwarze Witwe war das, am Pullover von meinem Schatz geklebt. Und ich dachte, ich sterbe, als ich das Ding gesehen habe. Boah, war das widerlich, wirklich. Und erst in der Wohnung habe ich die dann weggemacht und habe dabei schon wieder ein bisschen Ekel gefühlt. Ich hoffe nicht, dass ich dadurch mein Herpes auf der Zunge wieder zeigt. Ich kann es echt nicht gebrauchen. Oh, eine fette Ekelspinne. Boah. Naja, die ganz kleinen sind okay, aber die großen. Boah. Los, Wolf, diesmal sind wir schlauer. Mach du mal. Ich warte hier so lange. Das kannst du schön abschminken. Diesmal sind wir zurückhaltend. Oh, okay. Cool. Ich muss dran denken, dass ich noch keine Imba-Rüstung habe und dass ich hier auch noch ziemlich verletzlich bin. Tralalalalalala. Ein bisschen warten. Nicht nur du. Manchmal ist es gut abzuhauen. Wir haben nicht zu viele Augen, aber auch so viele Beine. Und so viele Eier. Und die sind eindeutig viel zu groß. Get E. Eine Leiche. Die Eier mitnehmen. Gutes. Das ist gutes Material für spätere Tränke. Get. Ja, das ist dann auch widerlicher als das wie heute. Ich gehe hoch und nehme die Eier mit. Ja, ja, drängel nicht. Wertvoller Scheiß. War hier nicht noch irgendwas? Ja, der hatte eine Waffe, ne? Okay. Das ist so eklig, ihr Spinnen. Geht. Oh, speichert bloß 4, wenn ihr so unsicher seid. Gerade am Anfang haltet ihr noch nicht viel aus. Können wir mal schleichen? Schleichen und rennen. Schleichen und rennen gleich. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Warum? Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Aber ich brauche die Kampferfahrung. Hast du mir den Bogen jetzt schon gegeben? Okay, Waffen. Ich mache mir gerade dezent in die Hose, aber ich werde es schon schaffen. Ja, wenn man zu dritt ist, auf jeden Fall. Außerdem macht man... Hier schon wieder überladen? Ist ja nicht normal. Außerdem, guckt euch mal an, was die alles schon gefressen hat. Man macht auch mehr Schaden, wenn man schleicht. Deswegen, Schleichen plus Bogen ist eine gute Idee. Ah, kommst du? Der hier alle möglichen Leute gefressen.
krieg heute von meinem Schatz einen Korb. Also eigentlich kriege ich zwei Körbchen. Und ich kann ihm noch mitteilen, dass wir Eis im Kühlschrank haben. So. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir es schaffen. Hui, raus in die Kälte, endlich. Puh. Sag mal dazu, wir haben tatsächlich den Anfang überlebt. Bevor ich jetzt weglaufe, gehe ich nochmal rein ins Menü. Ich will nämlich mal gucken, ob ich noch Sachen mit habe, die besser schätzen. 12. Ja, wusste ich's da. Ach so, der Helm. Ja, der ist schön, den können wir aber nicht nehmen. Okay, wir haben jetzt schon schwere Rüstung an, das ist gut. Plus 16. Na klar, ist plus 16. Hm, Bären. Ich weiß, da fliegt der Drache. Hm. Der ist ja hier noch in der Nähe. Und schon ist er wieder weg. Hm. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Oh, der Himmel sieht so idyllisch aus. Hey. Gerdur führt die Mühle in Flussfall. Hm. Okay. Sicher helfen. Ja, klar. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Nein. So verrückt. Hallo, ich gehe jetzt nur Blumen sammeln. Ich weiß nämlich, dass ich die brauchen werde. Blumen sind toll. Ich möchte auf jeden Fall Zaubertränke herstellen. So. Boah, ist das hier grün. Ich habe Skyrim noch nie so bunt gesehen. Oh, ein Schmetterling, ein Schmetterling. Und noch etwas. Was war ja nun Ersteindruck, oder? Klar, die wollten mich hinrichten, aber da einen persönlichen Rachefeldzug draus machen, ich weiß auch nicht. Na? Ich muss mal irgendwas machen, hier sind viel zu viele Kräuter. Ich sehe ja gar nicht mehr, was ich pflücken will. Der wundert sich auch. Hä, was macht denn die da? Die geht erstmal überall Blumen pflücken. Achso, ich wollte noch ein bisschen Beschwörung üben. Na, komm mit, Wolf. Beschwörung wird für mich nochmal wichtig, weil ich liebe Beschwörungszauber. Einfach mal machen und andere kämpfen lassen. Ist schon okay. Ba-da-da-da-da-dum. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Blödsturzhügelgrab. Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Naja, ein riesiges Grab in der Nähe zu haben, ist bestimmt schön. Wir sind ja auch gleich da. Kommst du? Die Wächtersteine. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall am Himmelsrand zu finden sind. Hallo. Ein Dieb, ein Zauberer oder ein Krieger. Wir können ja später nochmal wechseln. Aber im Moment wollen wir die Kriegskunst ausbessern. Und sobald ich die erste gute Waffe habe, sind wir soweit. Aber im Moment haben wir ja nur diese Billigschwerter. Da kann man ja noch nicht viel mitmachen. Okay.
Oh, Pizza. Was ist der denn da? Hey. Ups. Na komm her. Ein Wolf weniger. Schalalala. Ja, wo ist der zweite? Ach, der dritte wäre es ja schon, ne? Gefunden. Huch! In hohem Bogen über mich rüber. Wie kann es auch anders sein? Ne, 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 ne. So. Da wir ja gleich da sind und die letzte Folge schon so mega lang war, denke ich mal, dass ich diese Folge ein bisschen kürzer machen werde. So. Blümchen pflücken ist ja auch mega spannend. Da sind noch welche. Gott, das ist viel zu viel Gras. Also wenn ich schaffe, das ein bisschen runterzuregeln. Boah, ist das hier grün. Ja, es ist hübsch, aber ich will die Blumen. Und ich will sie alle. Super. Ich mache hier erstmal eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zugucken. Eure Bionalo. Ciao.